Ich komme damit zu Tagesordnungspunkt 5. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften. Auch hier wiederum ist der Kollege Bauer der Berichterstatter, und ich darf ihm zunächst das Wort erteilen. Sprichst du dann auch direkt, oder der Christian Heinz? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu dem Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes und anderer Vorschriften. Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses lautet: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen, so beschlossen mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Freien Demokraten gegen die Stimmen von AfD bei Enthaltung von SPD und der Fraktion DIE LINKEN. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Für die Fraktion der CDU erteile ich dem Kollegen Heinz das Wort. Was haben wir denn vereinbart? 7,5 Minuten. Kann man, muss man aber nicht. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gleich ähnliche Thematik wie eben, Landtagswahlrecht, diesmal etwas weiter gefasst. Die Hessinnen und Hessen haben am 28. Oktober vergangenen Jahres für mehr direkte Demokratie in Hessen gestimmt. Bislang war die Hürde für zur Erreichung eines Volksentscheids in diesem Land unerreichbar. Das haben die Hessen durch Volksentscheid geändert. Sie haben die Hürde auf Vorschlag des Landtags deutlich abgesenkt, von 20% auf 5% als Träger und Unterstützer eines Volksbegehrens. Und heute wollen wir hier gemeinsam über Folgeänderungen im Landesrecht beraten. Und wir wollen, da ja bisher ein Recht für persönlicher Tag eigentlich in diesem Parlament gewesen, ist so mein Eindruck. Wir wollen mehr, das ist ja auch historisch 50 Jahre später, wir wollen mehr direkte Demokratie in diesem Land wagen. Und auch darüber scheinen wir uns weitgehend, glaube ich, in diesem Haus einig zu sein. Es geht jetzt noch darum, wie die Feinheiten sind, wie man das genau organisiert. Aber ich glaube, auch da ist unsere Zielrichtung nicht so grob verschieden. Wie war die Lage bisher? Sie mussten in Hessen Unterschriften sammeln für ein Volksbegehren. Dann brauchten Sie 20% der wahlberechtigten Staatsbürger, die sich in Listen eingetragen haben. Und dazu war auch nur ein relativ überschaubarer Zeitraum eben gegeben. Künftig ist es so, Sie brauchen als Träger eines Volksbegehrens nur noch 5% aller wahlberechtigten Hessen. Diese Hürde halten wir für erreichbar. Die haben wir auch gemeinsam vereinbart in der Verfassungsenquete, und Sie brauchen dann auf einer Zustimmungsebene, das ist neu in der Landesverfassung, 25% der Wahlberechtigten, die auch tatsächlich dann zustimmen. Und zumindest dann, wenn man den Abstimmungstag mit einem allgemeinen Wahltag bündelt, sollte das auch ganz gut erreichbar sein. Wir wollen darüber hinaus aber einfach gesetzlich die allererste Hürde deutlich noch einmal absenken, nämlich halbieren. Bisher war es erforderlich, dass 2% der Stimmberechtigten, also knapp 88.000 Wahlberechtigte, sich eintragen in Listen und den Anstoß geben. Diese Hürde wollen wir halbieren auf nur noch 44.000 wahlberechtigte Hessen. Und außerdem wollen wir die bisher 2 Monate, die Sie Zeit hatten, um Unterstützer dann zu sammeln als Träger des Volksbegehrens, diese Frist wollen wir verdreifachen auf 6 Monate. Das heißt, künftig ein halbes Jahr ist Zeit, um dann die zweite Hürde entsprechend zu nehmen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, welche Initiativen zuerst aus Kreisen der Wahlberechtigten Hessen kommen werden. Man kann darüber nur mutmaßen. Wir haben aus unseren Nachbarbundesländern vielfältige Beispiele. Wir haben es einmal recherchiert intern bei uns. Wir haben seit Gründung der Bundesrepublik so knapp 100 Initiativen, alle deutschen Länder zusammengenommen. Wenn man sich allein die letzten 10 Jahre anschaut, auch da war schon das Spektrum relativ breit. Es ging und geht derzeit auch noch in unseren südlichen Nachbarländern derzeit um Bienen. Es ging aber auch schon um Frage von Schutz von Rauchern und Nichtrauchern und viele andere spannende Fragen. Wir als Legislative können nur spekulieren, was das Nächste sein wird. Vielleicht geht es auch um Fragen der Verkehrspolitik, von Energie. Das Spektrum ist unglaublich weit, was die Hessen direkt hier erst zuerst in den Landtag und dann auch gegebenenfalls zu einem Volksentscheid bringen können. Es ist ein schmaler Bereich ausgenommen durch die Landesverfassung. Das gehört zur Vollständigkeit auch dazu. Abgabengesetze genauso wie die Besoldung von Beamtinnen und Beamten und auch der Haushalt können nicht Gegenstand der Volksgesetzgebung sein. Dazu würde ich mich auch jederzeit ausdrücklich bekennen, denn
Es gibt zumindest international ein abschreckendes Beispiel. Der Staat Kalifornien ist ja weltweit bekannt entsprechend dafür. Der hat so hohe Hürden von Volksgesetzgebung zur Erhebung von Steuern, dass er mehrfach pleite gegangen ist, weil natürlich die Erhebung von Einnahmen immer unpopulär ist. Und diese unpopuläre Aufgabe überlässt die kluge und weise Landesverfassung weiterhin allein diesem Haus, nämlich dem Hessischen Landtag. Wir wollen also die Hürden absenken, dass es auch tatsächlich zu einem Volksbegehren, dann auch später zu einem Volksentscheid kommen kann. Wir haben uns in letzter Sekunde quasi oder letzten Stunde hat uns noch ein SPD-Vorschlag ereilt, relativ spät vor der Sitzung. Ich glaube, das inhaltliche Ziel nach einer ersten kursorischen Prüfung, das wird gar nicht groß streitig sein, dass der Landtag sich zu einem sehr, sehr frühen Stadium mit einem Volksbegehren auch befassen soll. Dieses Ziel haben wir auch, haben wir ausdrücklich auch in der Verfassungsenquete immer so hinterlegt, dass ein Ziel der Volksgesetzgebung durchaus auch ist, dass es gar nicht zu diesem streitigen Volksentscheid kommen muss zwischen der gewählten Legislative und dem Staatsvolk, sondern dass in einem frühen Stadium eben der Landtag die Gelegenheit und dann natürlich auch durch Verfassung schon die Verpflichtung bekommen soll, sich damit zu beschäftigen und zu prüfen soll, ob er das nicht übernimmt. Auch das ist in unserer Nachbarschaft, nämlich in Freistaat Bayern, unlängst erst geschehen, wo der Landtag dann mit seiner dortigen Mehrheit ein Volksbegehren aufgegriffen hat und in formelles Landesrecht dann auch überführt hat. Ein Volksentscheid war dann gar nicht mehr nötig und gar nicht mehr möglich, sondern es ging allein da um den Anstoß. Dann war das Ziel der Antragsteller schon erreicht. Wir sind aber der Meinung, dass dieses Begehren einer frühen Beschäftigung hier im Parlament auch durch unser Parlamentsbinnenrecht erreicht werden kann. Dazu haben wir die Geschäftsordnung des Landtags. Wir entscheiden selbst, wen wir zur Anhörung wann und wie einladen. Ich glaube, dass wir da kein formelles Gesetz eben zu benötigen. Wir werden diesen SPD-Antrag ablehnen, aber das Ziel, das können wir uns, das ist Aufgabe dann der parlamentarischen Geschäftsführer, dann Geschäftsordnungsrecht zu schauen, gegebenenfalls, wie man dem entsprechen kann. Ansonsten entscheiden das die Ausschüsse und Gremien des Parlaments selbstständig, wann und wen sie einladen. In der Vergangenheit, Herr Rudolph, war es doch weitgehend so, dass wir über Anhörungen dann auch eine relativ breite Verständigung relativ früh erzielen konnten. Das heißt, wir legen heute mit der Zustimmung in zweiter Lesung, die sich abzeichnet und scheinbar auch mit breiter Mehrheit, einen wichtigen Grundstein dazu, dass das aus der Landesverfassung dann auch Realität werden kann, nämlich dass Träger der Gesetzgebung nicht der Landtag allein ist, sondern das Staatsvolk auch direkt gleichermaßen. Wir werden deshalb keine neue Schweiz als Hessen, wo wir alles Quartal über einen ganzen Block an Initiativen abstimmen, sondern es bleibt so, wir bleiben eine repräsentative Demokratie. Das Gros der Gesetzgebung wird weiter hier im Landtag vonstatten gehen, aber die Hessen bekommen die Möglichkeit, als Korrektiv einzuwirken mit Volksbegehren und Volksentscheid. Und dieses Versprechen, was die Verfassung schon über 70 Jahre schon hinterlegt hatte, das kann auch jetzt mit Leben erfüllt werden, indem die Hürden künftig so realistisch sind, dass man sie auch überspringen kann. Darüber hinaus enthält, das ist schon angesprochen worden, der Gesetzentwurf weitere Regelungen. Die spare ich mir aber, weil wir sie beim ersten Punkt des heutigen Plenartags schon besprochen haben. Wir regeln den Zugang zum Wahlrecht für die vollbetreuten Menschen, glaube ich, auch so, dass man es gleich auch so beschließen kann, nämlich zustimmungsfähig, nachdem wir die Punkte 3 und 4 eben abgelehnt haben. Das ist dann mit eingepackt. Wir haben noch weitere Regelungen, die aber kein großer Gegenstand jetzt der Anhörung waren. Unter anderem haben wir noch ein Verhüllungsverbot bei Wahlhelfern und viele andere wahlrechtliche Vorschriften mit aufgenommen. Dies nur der Vollständigkeit, aber im Kern geht es darum, mehr direkte Demokratie für Hessen. Es ist ein guter Tag dafür heute. Wir werden dem zustimmen und hoffen auf eine breite Mehrheit. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Das war eine Punktlandung. Als nächstes darf ich das Wort dem Kollegen Rudolph von der SPD geben. Und danach ist Herr Kollege Hissenburg von der AfD heran. Ach so, Moment. Ich war zu schnell. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, die Anhörung hat stattgefunden. Den Teil Wahlrecht für vollbetreute Menschen haben wir erörtert. Es gibt Gesetzesinitiativen. Wir werden uns bei dem Punkt dann auch nachher bei der Abstimmung enthalten, weil wir einen eigenen Gesetzentwurf haben. Ich will das nur noch einmal klarstellen. Natürlich hätte es nicht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedarf, um das einmal deutlich zu machen. Sie hätten das im letzten Jahr natürlich regeln können, so wie es gewünscht war. Also wollen wir hier einmal keine Rabulistik machen an der Stelle. Die anderen Dinge im Gesetzentwurf der Regierung, der Koalitionsfraktionen,
sind nicht so spektakulär, sondern sind die Umsetzung der Volksabstimmung. Senkung des Wahlalters von 21 auf 18, Senkung der Quoren für Volksbegehren und Volksentscheid. Das hat der Souverän in Hessen, die Wählerinnen und Wähler, entschieden. Wir setzen es administrativ um. Deswegen ist das keine besondere Ruhmestat, die wir an der Stelle machen müssen. In der Tat, Herr Kollege Boddenberg, vor 50 Jahren fast passgenau Regierungserklärung Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die Grünen da so zögerlich sind. Warum die Grünen nicht sagen, wir senken die Quoren, weil in der Tat jetzt sind für die Einleitung eines Volksbegehrens dann 5% müssen erfolgreich sein. Das sind trotzdem noch über 200.000 Stimmen. Der Volksentscheid selber in der nächsten Stufe, das sind 25% der Wahlberechtigten. Da sind Sie dann schon bei über 1 Million Stimmberechtigten. Andere Bundesländer, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben niedrigere Quoren. Also insofern ist das jetzt nicht der ganz große Wurf, und das geht eher in Richtung Grüne, warum sie da so defensiv sind. Dass die CDU das nicht will, ist hinlänglich bekannt. Aber die Grünen hatten eher auch in der Vergangenheit, aber okay, das war früher. Ich sehe es ein, dass das wenig sinnvoll ist, wenn ich das an der Stelle erwähne. Meine Damen und Herren, der Änderungsantrag, Herr Heinz, ich finde es ja bemerkenswert, dass Sie sagen, der sei kurzfristig eingereicht. Das ist bei Ihnen Standard. Das ist bei Ihnen Standard, dass Sie kurzfristig Änderungsanträge einbringen. Und intellektuell sind Sie in der Lage, den zu erfassen. Weil da steht so viel nicht drin. Da steht drin, wenn ein Volksbegehren erfolgreich war, soll die Initiative, die ihn auf den Weg gebracht hat, ein Anhörungsrecht im Landtag bekommen. Da müssen Sie jetzt nicht als Jurist sich tagelang versuchen, winkeladvokatisch zu betätigen, um ein Haar in der Suppe zu finden, sondern das kann man ganz einfach gut finden oder es ablehnen. Wir finden es gut, weil das auch ein Hinweis ist für Initiatoren. Wir nehmen euer Anliegen ernst, wenn ihr das entsprechende Quorum erfüllt. Und dann kann man auch im Ausschuss des Landtags, der federführende Hauptausschuss, Innenausschuss meinetwegen, entsprechend noch einmal die Argumentation darlegen. Ich finde, auch das mehr Demokratie, nicht schädlich, wie Sie es dargestellt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Finden wir ein bisschen schade, dass Sie das ablehnen, weil Sie haben gesagt, dafür brauchen wir jetzt kein Gesetz. Na ja, und wenn wir das dann im Ausschuss besprechen, dann sagen Sie nachher, hätten Sie ja gesetzlich regeln können. Das kennen wir schon, dieses Wechselspiel, was Sie an der Stelle gern machen. Also, die Frage mit direkter Demokratie ist eine, die natürlich immer wieder diskutiert wird, wer kommunalpolitisch tätig ist. Wenn ich mich hier umschaue, der eine oder andere ist es. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass Partikularinteressen nicht vorgeben, die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten. Das ist durchaus ein Abwägungsprozess, den man vor Ort führen muss. Deswegen kann man die Grenze nicht beliebig gegen Null setzen. Das ist auch unsere Auffassung. Aber trotzdem hätten wir uns einen etwas mutigeren Schritt an der Stelle gewünscht. Sei es drum, die Mehrheit des Hauses sieht es anders. Wir wären mutiger an der Stelle gewesen. Deswegen werden wir uns bei dieser Gesetzesinitiative, bei diesem Gesetzgebungsvorhaben enthalten, weil wir, wie gesagt, weitergehende Vorstellungen haben, dass das jetzt gesetzlich geregelt ist. Wahlrecht für vollbetreute Menschen ist die logische Konsequenz aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Da will ich mal sagen, da gab es vorhin einen Redner, also von einer Gruppierung hier, das waren zum Teil aber ziemlich gute Thesen. Ich will das mal sehr deutlich sagen. Also, ziemlich gute Thesen, wenn jemand mit Beeinträchtigungen praktisch das Wahlrecht nicht gegeben werden soll. Nein, auch diese Menschen sind integraler Bestandteil dieser Gesellschaft. Und wir haben die UN-Behindertenkonvention unterschrieben. Und dann sollten wir das auch mit aller Konsequenz umsetzen und nicht hier irgendwo versuchen, noch ein paar Krümel herauszufinden. Deswegen, meine Damen und Herren, notwendig, das zu regeln. Im Ergebnis sind wir dafür, das vernünftig zu regeln. Das ist jetzt nicht ganz in unserem Sinne, aber es geht in die richtige Richtung. Weitergehende Dinge haben Sie abgelehnt. Deswegen kommt es zu einer kraftvollen Enthaltung von uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Ich habe mal kurz mit Blickkontakt mit dem Innenminister überlegt, ob das Wort Winkeladvokat, aber wir wissen ja um die Freundschaft, die den Kollegen Rudolph mit den ausgebildeten Juristen verbindet. Also ich kenne keinen Juristen, der stolz ist darüber, wenn er Winkeladvokat genannt wird. Aber ich wollte es ja nur mal so in die Diskussion einwerfen. Das war keine Rüge, kein Ältestenrat ist nötig und nichts. Als nächstes rufe ich auf Herrn Wissenbach. Schönen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Kollege Rudolph. Es gibt keine kruden Thesen, sondern das Bundesverfassungsgericht hat alle Wahlrechtsausschlüsse bereits erfolgreich abgeschafft.
Die sind weg, und wir müssen da nichts tun. Die Wahlrechtsausschlussvorschriften in Bund und Ländern sind verfassungswidrig und deswegen jetzt schon nichtig, auch wenn sie noch nicht deklaratorisch von diesem Hause auch im Lande aufgehoben worden sind. Sie schaffen Gesetze ab, die bereits nichtig sind. Das wollte ich schon einmal klarstellen. Ich will auch nicht wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Dieser Gesetzentwurf der CDU hat Fleisch, er ist sorgfältig, er ist schön, aber auch er lässt leider noch zwei Dinge vermissen. Die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist kritisch. Und ich rede aus eigener Erfahrung. Meine Mutter ist eine von diesen, die nach 1896 Absatz 2 keinen Betreuer bestellt bekommen hat, weil es jemanden gibt, der eine Generalvollmacht hat. Das bin nämlich ich. Die darf wählen, die kriegt auch die Wahlbenachrichtigungsunterlagen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die in derselben Lage sind wie ich, durchaus der Versuchung erliegen, Briefwahlunterlagen zu beantragen, um dann gar nicht böswillig sagen, die Mama hat immer schon die und die Partei gewählt, das würde sie immer noch wollen. Und diese Dinge müssen meines Erachtens wirklich geregelt werden. Und ich vermisse in Bund und Ländern noch immer jede Initiative, dieses Einfallstor zu schließen. Und meine Idee, unsere Idee ist es, die Beantragung von Briefwahlunterlagen durch irgendeine in Augenscheinnahme, persönliches Erscheinen oder Überbringung durch Boten an denjenigen, der sie beantragt, irgendwie zu filtern. Das halte ich für wichtig im Sinne der Integrität der Wahlen. Zweitens, ich finde diese Geschichte, dass der Bundesgesetzgeber bei der Betreuungsbestellung auch die Wahlrechtsprüfung zur gerichtlichen Aufgabe machen soll, auch für Voraussetzung einer vernünftigen gesetzlichen Regelung in Bund und Ländern. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Ärgerlicherweise, und gleich komme ich zum Schluss, hat aber die CDU ja, und die Grünen, Entschuldigung, einen Artikel 5 in diesem Gesetz drin, in dem es um Volksbegehren und Volksentscheid geht. Und das ist ja eines der DNA-Themen der AfD. Und wäre der isoliert, dann würden wir dem zustimmen. Nicht, weil wir immer Opposition sein wollen, weil das vernünftig ist. Den Einwand vom Kollegen Rudolph von eben, dass diese 25-%-Regelung gleich mit hätte abgeschafft werden müssen, ist allerdings zu entgegnen, dass das natürlich nicht geht. Das geht ja nur durch eine Verfassungsregelung, denn die ist ja in 124 der Hessischen Verfassung festgelegt und kann nicht einfach gesetzlich abgeschafft werden, sondern nur auf dem Weg der Verfassungsänderung, wie beim letzten Mal, durch eine Volksbefragung und eine Gesetzesinitiative hier im Landtag. Sonst hätten wir das vorgeschlagen. Leider können wir dem separat nicht zustimmen und müssen deshalb den ganzen Antrag ablehnen. Wir würden das separat tun. Danke. Vielen Dank. Bevor ich das Wort Herrn Wilken für die Fraktion der LINKEN gebe, habe ich nur noch eine Bitte. Hier gibt es eine Wortmeldung zum Tagesordnungspunkt 11 von Herrn Gagel. Das kommt in 48 Stunden dran. Unsere Ordnung ist nicht so ganz super gut. Ich empfehle deshalb, dass Sie sich noch einmal am Donnerstagmorgen bewerben mit einer neuen Wortmeldung. Ich gebe Sie noch gerne den Zettel. Dankeschön. Herr Wilken, Sie haben das Wort. Sie bestätigen das bestimmt mit der Ordnung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben heute schon eine abstruse Situation. Wir haben im letzten Tagesordnungspunkt zwei Gesetze beraten, wo es um die Aufhebung des Wahlrechtsausschlusses von vollbetreuten Menschen geht. Und wir haben jetzt einen Gesetzentwurf, wo es teilweise um das gleiche Thema noch einmal geht. Ich will ganz deutlich sagen, meine Meinung hat sich seit dem letzten Tagesordnungspunkt und der Rede dazu nicht geändert. Ich finde das richtig, was Sie im ersten Teil Ihres Gesetzentwurfs machen, und würde dem auch zustimmen. Bleibt dabei. Zweitens. Sie haben aber in Ihrer grenzenlosen Weisheit zwei Themen miteinander verknüpft, die nicht unbedingt miteinander notwendigerweise zu verknüpfen sind, nämlich die Fragen der direkten Demokratie und wie wir einfach gesetzlich das weiterführen, was wir durch Volksabstimmung in der Verfassung ziemlich genau vor einem Jahr
hier zum Auftrag bekommen haben. Und da muss ich Ihnen leider sagen, für mich sind für meine Fraktion die von Ihnen vorgeschlagenen Regelungen zwar in die richtige Richtung gehend, aber bei Weitem nicht weit genug gehend, weswegen wir in diese abstruse Situation kommen, dass wir Teil 1 zustimmen könnten, Teil 2 aber nicht. Dann müssen wir uns eben enthalten. Ich entschuldige mich bei allen vollbetreuten Menschen. Es ist nicht gemeint, dass wir jetzt auf einmal nicht mehr für die Abschaffung des Wahlrechtsausschlusses sind. Was meine ich, wenn ich sage, im Teil um die direkte Demokratie geht es uns nicht weit genug? Wir haben, und das haben wir in der Enquetekommission Verfassung lang und breit und rauf und runter beraten, uns für das Land deutlich wenig weitergehende Regelungen schon vereinbart, als wir den Kommunen aufgebürdet haben, was direkte Demokratie anbelangt. Das haben die Vertreterinnen der kommunalen Familie in der Enquetekommission auch mehrfach zum Ausdruck gebracht. Wenn wir jetzt hingehen und auch in der einfachen Gesetzgebung die Hürden zwar absenken, aber trotzdem bei Weitem noch nicht in die Nähe kommen von Ländern wie z.B. Bayern, dann frage ich mich schon, warum unternehmen wir diese Anstrengungen überhaupt? Bayern ist, als ich das letzte Mal hingeguckt habe, nun auch nicht in Anarchie versunken, weil sie gute Bedingungen für direkte Demokratie haben. Dann sollten wir uns doch, es stimmt auch, wenn überhaupt, dann ist es anarchisch, weil es in der repräsentativen Demokratie von so einer merkwürdigen Partei dominiert wird. Danke für den Hinweis. Dann sollten wir aber doch, wenn wir jetzt in Hessen Schritte gehen, zumindest nicht hinter dem zurückbleiben, was in anderen Bundesländern ausprobiert wird und dort eben nicht dazu geführt hat, dass ein Land unregierbar wird. Ich gebe allen Rednerinnen und Rednern, auch dem Innenminister, recht, zu sagen, wir bleiben eine repräsentative Demokratie. Das ist doch vollkommen außer Frage. Aber vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen auch am Sonntagabend die Einschätzung des Ministerpräsidenten von Thüringen gehört, der gesagt hat, wenn wir ein solches Parlament haben, wie wir das jetzt in der Wahl haben, dann wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als um in der repräsentativen Demokratie weiter handlungsfähig zu bleiben, mehr Formen der direkten Demokratie mit einzubeziehen. Lassen Sie uns doch auch hier in Hessen, wir hatten einen ähnlichen Zustand vor einem Jahrzehnt ja hier auch schon mal, lassen Sie uns in Hessen doch uns besser darauf vorbereiten, als mit dem, was Sie jetzt hier als Gesetz vorschlagen, zur Gesetzeskraft werden zu lassen. Letzte Bemerkung. Deswegen habe ich jetzt eben dazwischen gerufen, Herr Heinz, mir war nicht klar, ob Sie jetzt den Vorschlag der SPD, weil er prinzipiell richtig ist, wie wir alle finden, zustimmen oder ablehnen. Mir geht es ja genauso. Wenn auf dem letzten Meter irgendwelche Initiativen kommen, bin ich immer der Erste, der sagt, Leute, andere Zeitläufe bitte. Normalerweise trifft es die Regierungsfraktion, in diesem Fall trifft sie SPD. Das Argument bleibt das Gleiche. Aber inhaltlich, also ich bin jetzt auch nicht dafür bekannt, dass ich die SPD schone, Herr Wagner. Aber inhaltlich will ich doch einmal ganz klar sagen, wir haben in diesem Hause mehr als einmal erlebt, dass die Regierungsfraktionen ordentliche Anhörungen in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren abgelehnt haben. Das heißt, wenn wir sie zu etwas zwingen wollen, dann müssen wir es ins Gesetz schreiben. Auch das lehnen sie jetzt wieder ab. Wir waren bereits vorher der Meinung, dass wir uns bei dem jetzt vorliegenden und diskutierten Gesetzentwurf enthalten werden. Diese Entscheidung hat sich durch Ihre Entscheidung mit dem Änderungsantrag nicht verändert. Wir werden uns gleich enthalten. Vielen Dank, Herr Kollege Wilken. Als nächstes für die Freien Demokraten Stefan Müller aus Heidenroth. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Seit letzten Sonntag wissen wir, jede Stimme zählt. Und deswegen
Einige haben es verstanden. Deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll. Deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns mit dem Thema Landtagswahlgesetz auch intensiv beschäftigen. Denn das ist eben schon deutlich geworden. Es gibt tatsächlich Situationen, wo es um die Frage geht, kann jemand seine Stimme ausüben oder kann er dies nicht. Ich will aber an der Stelle auch noch einmal ganz deutlich, insbesondere auch Richtung Herrn Heinz, sagen, viele der Ausführungen teile ich. Aber es ist nicht richtig, dass ein Landtag abwarten muss, bis eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorliegt, um ein Gesetz zu machen. Weil die Gesetze werden tatsächlich von der ersten Gewalt gemacht, und das sind wir hier im Hessischen Landtag. Und deswegen hätten wir auch früher, wie es mein Kollege Pürsün auch schon ausgeführt hat, handeln können, weil das dort ein Defizit vorgelegen hat in den Wahlgesetzen, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene und auch auf kommunaler Ebene, das war vorher schon klar. Und deswegen hätte man auch früher handeln können, meine Damen und Herren. Ich kann trotzdem sagen, dass wir, anders als meine beiden Vorredner, an beiden Teilen des Gesetzentwurfs zustimmen können und deswegen auch dem gesamten Gesetzentwurf zustimmen werden. Ich glaube, dass die Ausführungen, die in dem jetzt diskutierten Gesetzentwurf zum Thema Teilhabe an der Gesellschaft, aber auch die präziseren Regelungen, wie eine Assistenz im Falle von vollbetreuten Menschen bei der Ausübung des Wahlrechts auszusehen hat, sehr viel detaillierter und konkreter sind und dass sie auch umsetzbar sind. Deswegen werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Die Ausführungen, die zum Thema Briefwahl eben gemacht wurden, dass jeder, der Briefwahl beantragt, vorher sich beim Amt nachweisen muss, dass er in der Lage ist, auch wirklich seine Stimme sinnvoll oder in Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten auszuüben, das, glaube ich, verkompliziert das Verfahren in einer Weise, die dann nicht mehr sinnvoll wäre, weil sie entsprechend Wahlbeteiligung beschneiden und reduzieren würde. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass mit dem, was wir jetzt dort regeln werden, wir auf einem guten Weg sind, denjenigen, die gerade aufgrund physischer Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, in den letzten Jahren zu wählen, künftig das Wahlrecht zu verschaffen. Das ist ein guter Weg, und deswegen begrüßen wir diesen Gesetzentwurf an der Stelle ausdrücklich. Wir kommen dann zum zweiten Thema, und das ist das Thema Volksentscheide. Hier setzen wir in der Tat im Wesentlichen das um, was uns die Hessinnen und Hessen im Rahmen des Volksentscheids vor einem Jahr bei der Landtagswahl parallel vorgegeben haben. Die Absenkungen, die dort vorgenommen werden, teilen wir. Wir begrüßen sie. Wir haben uns auch schon in unserem Wahlprogramm dafür ausgesprochen, dort Erleichterungen zu verschaffen und die direkte Demokratie an verschiedenen Stellen zu stärken. Ich möchte sagen, dass wir uns auch offen dafür zeigen, dass wir über Online-Beteiligungsverfahren den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wollen, dem Landtag, beim Landtag Themen anzumelden, mit denen sich der Hessische Landtag dann auseinandersetzen soll. Warum soll es denn nicht möglich sein, dass, wenn draußen unter den Bürgern Themen besonders relevant sind, diese Themen dann auch hier in den Landtag getragen werden? Man kann zwar sagen, das wird hier über die Aktuelle Stunde hier donnerstags morgens meistens abgedeckt, aber ich glaube, es gibt auch andere Themen, die durchaus relevant sind, die an uns herangetragen werden können von außen und die wir dann hier in einer öffentlichen Sitzung befassen. An der Stelle will ich auch auf den Änderungsantrag der SPD eingehen. Wir können diesem Antrag zustimmen. Es wird zwar nicht reichen, um eine Mehrheit dafür zu bekommen, aber ich glaube, es ist ein Signal, weil wenn ein entsprechendes Begehren durchgeht, dann ist es auch sinnvoll und nur richtig, wenn wir uns im Hessischen Landtag damit beschäftigen und eine Anhörung durchführen und wir das auch geregelt haben. Sonst muss man jedes Mal wieder aufs Neue darum streiten, dass man dann auch gehört wird. Und meine Damen und Herren, wenn jemand diesen langen Prozess durchlaufen hat und es zum erfolgreichen Abschluss gebracht hat, und dann muss er erneut darum kämpfen, überhaupt angehört zu werden hier im Hessischen Landtag, dann ist das eins zu viel. Deswegen könnten wir sehr gut damit leben, dass es dort, ja, grün wirkt, in der Tat spannend. Ich glaube nicht, dass die Grünen so abgestimmt hätten, wenn sie in anderer Situation hier sitzen würden. Aber man sieht, dass es eben in der Politik leider nicht immer nur ganz einfach ist, das zu tun, was man gerne möchte. Schade aber, dass es hier an der Stelle nicht gelingt. Aber ich habe die Bitte, dass man es dann in der Tat versucht, über die Geschäftsordnung zu regeln. Lassen Sie uns, wenn wir hier feststellen, und das geht jetzt ganz klar an CDU und besonders auch an die Grünen, dass wir an der Stelle einig sind von der Zielrichtung des Änderungsantrags, dass wir es dann aber bitte auch in der Geschäftsordnung entsprechend regeln, dass wir eine entsprechende Beteiligung haben. Ja, Herr Wilken, ob der Glaube bei mir vorhanden ist, weiß ich nicht, aber es lohnt sich, hier es noch einmal anzusprechen, und vielleicht hat es ja am Ende auch dann einen Benefit, und wir kriegen das hin. Im Zweifel werden wir es auch noch einmal ansprechen. Ich bedanke mich
Vielen Dank. Wir bedanken uns auch. Und ich darf nun Frau Kollegin Goldbach das Wort für die Fraktion der GRÜNEN erteilen. Ich habe das Gefühl, keiner will die 7,5 Minuten austesten. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir merken schon heute, in dieser Debatte ist es nahezu unmöglich, irgendwie politische Feinde auszumachen. Das ist aber auch ganz gut so, denn was die Wahlrechtsausschlüsse von Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, angeht, diese abzuschaffen, sind wir uns alle einig. Und ich finde, das ist erst einmal eine gute Nachricht für Hessen. Meine Kollegin Silvia Brünnel hat dazu bei dem letzten Tagesordnungspunkt schon sehr viel und alles Richtige gesagt. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte mich jetzt konzentrieren auf einen anderen Punkt, nämlich zur Volksgesetzgebung. Ich glaube, man muss da noch einmal einige Dinge richtigstellen. Zunächst einmal zu unserer Haltung. Wir GRÜNE sind für mehr Demokratie. Deswegen wollen wir die Hürden für Volksbegehren und Volksentscheide deutlich senken. Wir denken, das ist auch notwendig, denn in Hessen hat es bisher noch nie ein erfolgreiches Volksbegehren oder gar einen Volksentscheid gegeben. Und damit setzen wir ein deutliches Signal für mehr Partizipation der Bevölkerung und vor allem gegen Politikverdrossenheit in Hessen. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal genau sortieren, was wurde denn in der Volksabstimmung schon beschlossen und was haben wir noch gemacht. Weil der Kollege Rudolph sagte, das hat ja alles schon die Volksabstimmung letztes Jahr gemacht, wir haben das jetzt noch einmal aufgeschrieben und das war es dann. Also, in der Volksabstimmung konnten die Bürgerinnen und Bürger zustimmen oder ablehnen, ob zwei Punkte geändert werden. Nämlich erstens, ob das Quorum, das Zustimmungsquorum, beim Volksentscheid, also ganz am Ende, wenn das Volk die Gesetzgebung macht, von 25% der Stimmberechtigten befürwortet werden soll. Und vorher hatten wir einfach die einfache Mehrheit. Das ist ganz am Ende des Verfahrens. Das war das eine. Und deswegen können wir das jetzt nicht einfach ändern hier im gesetzlichen Verfahren, weil das hat das Volk letztes Jahr entschieden und steht in der Verfassung so. Das können wir nicht ändern hier. Und das ist auch richtig so. Und zum anderen hat das Volk auch entschieden, dass das Zustimmungsquorum für die Volksbegehren eben von 20 auf 5% gesenkt wird. Das steht jetzt auch in unserem Gesetzentwurf drin. Wir haben aber gesagt, wir wollen darüber hinaus erst einmal erleichtern, dass es überhaupt zu solchen Initiativen kommt. Und deswegen haben wir zusätzlich die Zulassung eines Volksbegehrens. Dafür haben wir die Anzahl der Stimmberechtigten von 2% auf 1% aller hessischen Stimmberechtigten gesenkt. Und dann haben wir gesagt, wenn es jetzt soweit ist, und wir haben dieses Zustimmungsquorum, das von 5%, das erreicht werden muss. Also das geht dann so, dass in allen Gemeinden werden die Eintragungslisten ausgelegt. Daneben liegt der Gesetzentwurf. Der muss dabei liegen. So. Und bisher war es so, es gab nur 2 Monate Zeit, um sich in diese Listen eintragen zu können. In Zukunft wird jeder Bürger und jede Bürgerin, die stimmberechtigt sind, 6 Monate Zeit haben. Das finde ich ist eine ganz wesentliche Verbesserung, die nicht in der Volksabstimmung letztes Jahr beschlossen wurde, aber die wir jetzt mit diesem Gesetzentwurf hier einführen. Ich möchte noch einmal eingehen auf den Änderungsantrag der SPD kurz. Das finden wir sachlich völlig okay. Aber ich denke, das können wir auch im Rahmen der Geschäftsordnung regeln. Und Herr Müller, Sie haben das eben angesprochen. Sie hoffen darauf, dass wir das dann auch wirklich machen. Das können wir gemeinsam dann tun. Es gab bei der Anhörung zur Volksgesetzgebung noch eine Kritik, nämlich die Amtspflicht. Damit ist gemeint, dass tatsächlich diese Listen, in die sich die Bürgerinnen und Bürger eintragen können, in den Gemeinden auslegen müssen. Das haben auch einige kritisiert. Ich finde es aber ausdrücklich richtig. Denn die Gemeinden haben da ziemlich viele Aufgaben zu erledigen. Sie müssen nämlich dafür sorgen, dass diese Listen ausliegen. Sie haben das anzukündigen. Und vor allem haben die Gemeinden auch die Aufgabe, zu prüfen, ob jemand, der sich in diese Listen eintragen will, überhaupt am Tag der Eintragung stimmberechtigt ist. Und das geht eben besser, wenn das in den Räumen der Gemeinde stattfindet. Also, unterm Strich finden wir, ist das eine deutliche Verbesserung der Volksgesetzgebung. Und
ganz am Ende, wenn es wirklich dazu kommt, dass in der Volksabstimmung, nicht in der Volksabstimmung, Entschuldigung, Volksbegehren, im Volksentscheid die Bevölkerung, die stimmberechtigte Bevölkerung, darüber entscheiden soll, ob ein Gesetz in Kraft tritt oder nicht, dann finde ich es völlig richtig, dass das ein Viertel der stimmberechtigten Bevölkerung sein muss, die dann Ja sagen. Denn eines dürfen wir nicht machen. Wir wollen zwar mehr direkte Demokratie, aber wir dürfen nicht ermöglichen, dass meinungsstarke Minderheiten am Ende sich durchsetzen und ein Gesetz in Kraft setzen. Deswegen ist genau das richtig. Und das beides hat das Volk entschieden letztes Jahr, beides in der Befragung. Sie haben gesagt, einerseits das Zustimmungsquorum von 20 auf 5% senken, auf der anderen Seite aber am Ende muss dem Gesetz ein Viertel der Stimmberechtigten zustimmen. Und ich glaube, das ist sehr gut und sehr ausgewogen. Und wir GRÜNE freuen uns und sind sehr gespannt, welche Initiativen jetzt aus der Bevölkerung kommen. So, mir liegen, vielen Dank, Frau Kollegin, keine weiteren Wortmeldungen der Fraktionen vor, sodass ich das Wort dem hessischen Innenminister erteile. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zu dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen drei Aspekte kurz noch einmal beleuchten. Und zwar zum einen haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einige Punkte umgesetzt, die für die kommenden Wahlen und kommende Volksgesetzgebung von großer Bedeutung sind. Zum einen haben die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen am 28. Oktober 2018 mit großer Mehrheit unter anderem den Hessischen Landtag am 24. Mai, den vom Hessischen Landtag am 24. Mai 2018 beschlossenen Gesetzen zur Herabsetzung des Wählbarkeitsalters von 21 auf 18 Jahre und zur Stärkung der Volksgesetzgebung durch Volksabstimmungen zugestimmt. Die beiden durch die Volksabstimmung auf eine breite demokratische Legitimationsbasis gestellten Änderungen stellen einen wichtigen Schritt zur aktiven Mitbestimmung im demokratischen Meinungsbildungsprozess dar. Insbesondere die Herabsetzung des notwendigen Quorums zur Durchführung von Volksbegehren ist als Signal zur Stärkung der demokratischen Willensbildung zu verstehen. Dieses Signal hat der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen aufgenommen und schlägt maßvoll weitere Änderungen zur Stärkung der direkten Demokratie vor. So hat Frau Kollegin Goldbach gerade schon angesprochen. Sie stellt die in dem Entwurf enthaltene Absenkung des Antragsquorums zum einen und die Verlängerung der Eintragungsfrist zum anderen eine erhebliche Vereinfachung von Volksbegehren und damit eine Stärkung der direkten Demokratie in Hessen dar. Diese Schritte wurden in der Landtagsanhörung im Übrigen auch einhellig begrüßt. Die zweite Änderung des Koalitionsentwurfs betrifft die Änderung des Bundestagswahlrechts durch das Gesetz zur bereichsspezifischen Regelung der Gesichtsverhüllung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften. Eine Harmonisierung der landesrechtlichen Regelungen mit den Bundesregelungen wurde bisher noch nicht durchgeführt. Dies soll nun ebenfalls mit dem vorliegenden Gesetzentwurf geschehen. Eine Harmonisierung zwischen bundesrechtlichen und landesrechtlichen Vorschriften ist hier vor allem deshalb von besonderer Bedeutung, weil unterschiedliche rechtliche Vorgaben die gleichzeitige Durchführung von Wahlen und Abstimmungen auf Landesebene mit Wahlen auf Bundesebene erschweren können. Das betrifft ja nicht nur diesen Teil, sondern auch den bei der Frage der Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse für vollbetreute Menschen. Mit den Regelungen wird unterstrichen, dass Wahlen in einer Demokratie in einem offenen und transparenten Prozess durchgeführt werden. Eine Gesichtsverhüllung behindert eine vertrauensvolle Kommunikation und ist geeignet, das Vertrauen in die Integrität von Wahlen und Abstimmungen zu erschüttern. Zudem werden Wahlen in erheblichem Umfang von Ehrenamtlichen durchgeführt, und unterschiedliche rechtliche Vorgaben erschweren die Arbeit der Wahlvorstände und könnten unter Umständen auch zu Fehlern führen. Auch insofern ist es daher nur konsequent, die auf Bundesebene erfolgten Wahlrechtsänderungen auf die wahlrechtlichen Regelungen des Landes Hessen zu übertragen. Die Anhörung hat gezeigt, dass auch diese Anpassung ganz überwiegend begrüßt wird. Der dritte und zugleich von allen Fraktionen, glaube ich, als bedeutendste Änderung hier vorgetragen und angesehene Punkt ist die Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse. Wir haben das in der vorhergehenden Debatte bereits hinlänglich debattiert. Ich will
Am Ende kurz zum Änderungsantrag der SPD den Hinweis geben, dass letztendlich diese Frage das Binnenrecht des Parlaments und das Binnenrecht des Parlaments betrifft und deswegen man auf eine Willensbildung hier des Landtages ohne eine Selbstverpflichtung sozusagen setzen kann. Ich glaube, dass wir darauf verzichten können, sozusagen eine solche Frage im Gesetz zu regeln. Es ist ja hier schon angedeutet worden, wie man dieses Binnenrecht umsetzen könnte. Ich glaube, das wäre jedenfalls geeigneter, als es hier im Gesetz zu machen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn Sie nunmehr dem Gesetzentwurf zustimmen würden. Dann hätten wir diese wesentlichen Änderungen, die ich gerade vorgetragen habe, in Gesetzesform gegossen. Vielen Dank. Das war das Statement der Landesregierung. Vielen herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen sind erkennbar nicht vorhanden, sodass wir in den Abstimmungsprozess gelangen. Ich rufe zunächst auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD, Drucksache 1456 aus dieser Legislaturperiode. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Linken, die Sozialdemokraten. Liebe Grünen, gehe ich recht in Annahme, ihr stimmt dem nicht zu? Also ja, ihr stimmt dem nicht zu. Also noch einmal bitte die Hände hoch. Das waren die Linken, das waren die Sozialdemokraten, das waren die Freien Demokraten. Wer ist dagegen? Das ist jetzt die Grünen, das sind die CDU-Kolleginnen und Kollegen und das ist die AfD. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen zum Gesetzentwurf. Da gibt es keine Besonderheiten bei der Abstimmung, sehe ich gerade. Also wird über den Gesetzentwurf insgesamt abgestimmt. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Jetzt scheint mir Kollege Frömmrich richtig zu sein, nämlich die Grünen, die CDU und die FDP. Wer ist gegen diesen Gesetzentwurf? Die AfD. Wer enthält sich? Die Linken und die Sozialdemokraten. Damit ist das Gesetz mit Mehrheit beschlossen und von uns zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt.